Ja, hallo und ein herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2017. Und wieder mal dabei ist der Smoker. Servus. Der Sander. Hallo. Und der Kitzmann. Servus. So. Die Väter sind fertig. Ich möchte jetzt mal was probieren. Und dann geht's los. Gibt gleich Kohle. Kohle? Nee, Geld ist verkauft. Geld ist besser. Ich kipp das irgendwo in den See. Aus der, die Kohle, die tun wir pressen und dann haben wir Diamanten. Wir sind nicht bei Minecraft. Kohle besser. Wir sind nicht bei Minecraft. Hm. Trotzdem kannst du Kohle pressen, also und künstliche Diamanten herstellen. Künstlich, ja. Ich weiß noch nicht, ob die äußer wert haben. Ach so ne Scheiße, das geht nicht. Kacke. Wolltest du jetzt Kohle pressen? Nee, ich wollte die Schaufel vom Frontlader unter der Ziegel halten und die so befüllen. Oh? Du hast ja ein Pitzelchen stellen lassen. Das ist doch, der hat wieder gesoffen. Ich wollte nur mal austesten, ob du es merkst. Das merkt der immer. Du kannst nichts verheimlichen vor mir, wenn du schlammst auf dem Felde. Kann ja mal richtig stampfen. Ich hatte vor kurzem, was heißt vor kurzem, schon eine Weile her, einen Kommentar gehabt. Ich glaube, es war Schlupperwurz. Der hatte geschrieben, der findet unsere Folgen immer lustig. Oh. Lustig, lustig. Das freut mich. Damit kannst du später anfangen, Ronny. Oder? Ja, Nikolaus ist schon vorbei. Ja, aber Dezember kommt er noch. Wir sind im Dezember. Alter, bist du durch. Weißt du, wenn ich sage, Nikolaus ist vorbei. Nikolaus ist im Dezember. Und du sagst... Alter, bist du durch. Du brauchst Urlaub, hä? Und dann Urlaub vom Urlaub. Und dann nochmal von dem Urlaub, Urlaub. Ja, genau. Urlaub vom Urlaub. Habt ihr das Feld 23 gedüngt? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Ah, okay. Verkaufst du? Wäre es eigentlich so 10 Jahre Urlaub? Hitzi? Verkaufst du? Ich verkaufe, ja. Ein bisschen Geld ist schon gekommen. Ja, ich habe 6.800. 6.777. Ja, ich auch. Ja. Passt doch. Oh, Felder sind durch, aber Spulen können wir noch nicht rauchen, denk dran. Ja. Ja, ist, wenn alles verkauft ist. Genau. Geht der Preis kaputt. Genau. Santa, was machst du gerade? Wo bist du gerade? Ich park gerade den Drescher. Den wollte ich noch oft tanken und sauber machen. Ist doch sauber. Die Seemaschine müsste aufgetankt werden. Guck ich mal, dass ich jetzt gleich eine Schaufel dran kriege. Fun Fact, die hatte ich gerade schon dran. Roro? Ja. Wäre es nicht sinnvoll, jetzt uns irgendwie... Administratoren Berechtigungen zu geben, dass wir dir Geld überweisen können, ohne uns auszulocken? Kannst du doch schon nur 10.000er Schritte. Jo. Nur 10.000er Schritte. Nicht weniger. Nö. Ja, wenn du die verkaufst, wieso jetzt erstmal noch, oder? Wen drei Schlitter sind noch hier drinnen? Dürfte noch reichen im Hülli. Drecksch ist er geworden. Soll ich mich hinstellen? Du ja. Ja, so ist gut. So ist gut. So ist super. Statt das Dach, oder? Nee. Yay, 9888. Wird langsam knapp, das Zeug. Müssen wir noch Saatgut holen? Ja. Was? Nein? Was für nein? Nein? Wir brauchen Wie Geld nein? für den Schlepper. Ja, wir brauchen Geld auch für Saatgut. Wir brauchen Geld für den Schlepper. Ohne Scheiße Saat auf Saatgut. Dann kauf mal einen Schlepper und geh Saatgut holen.
Panda, weil du da schon so schön dabei bist, da stellst du dir mal einen Hülli her wegen Dünger dann. Müssen wir nochmal komplett auffüllen. Ist ja der? Nee, das ist bei 55%, aber lieber gleich komplett auffüllen nochmal. Dann wissen wir noch, was wir auch an Dünger da haben. Dünger ist auch nicht mehr so viel da. Ja, deswegen ja. Also jetzt nochmal auffüllen und dann sehen wir ja, ob wir auch noch Dünger kaufen müssen. Ja. 67% muss nochmal. So, ich muss ja hier die Blauen aufmachen, ne? Guck mal da rein. Ja. Ja, da ist doch noch. Ja, da ist doch noch ein bisschen was. Die paar Reste? Naja, freilich. Gut, die kann ich jetzt aus der Ecke kratzen, kein Problem, aber. Ja, kratze mal. Die paar kümmerlichen Reste? Noch ein Stück, muss noch ein Stück vor. Ja, ich sehe nur Hallenwand. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt hast du alles. Mal mit. Super, das sind jetzt 95. Du hebst dein Arsch auf. Alter, bist du ein schwerer Sack. Ja, ja, viel zu schwer hier. Das sind jetzt 5%. Ja, ja, schmeißt ja etwas. Fander, hier ist ein bisschen Dünger durch die Wand geglitscht. Ja, das ist normal, weil diese blöde Halle keine Kollisionen hat. Aber wenn die keine Kollision hat, warum können wir da gegen die Wände fahren und die durchfahren? Ja, 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 ja. Die Kollisionen sind da, aber für halt Schüttgut halt keine also, Kollision. Also wir müssen Dünger kaufen. Also das, was hier hinten rausguckt, das ist im Grunde gar nichts. Da, gar nichts in die, im Grunde im Vergleich zu dem, was ich vorhin weggekratzt habe, als ich Roro das erste Mal voll gemacht habe, den Dünger. Da war hier nämlich hinten nämlich eine ganze Schaufel voll. Echt? Ja, eine ganze Schaufel habe ich hier hinten zusammengekratzt. Da sollten wir uns vielleicht einen anderen Platz suchen für, oder? Ja. Wir sollten vielleicht als Mod diese Wände mit Kollisionen holen, ja, wir haben da auch können wir das nämlich wirklich reinschütten. Wir haben auch so ein Getreidelagerhalle da, so. Wie ist das Ding quasi jetzt auch nicht? Meinst du dieses Gebäude da hinten, wo wir Stroh und Gras lagern können? Nein, das ist so eine offene Halle. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Meinst du diesen... Na, warte mal, bei den platzierbaren Gebäuden, da ist ja dieses eine Ding, wie heißt das? Wo ist es? Da, Small Storage Shelter. Das meint er, glaube ich, für 9000. Ja, glaube. Ich glaube, das ist das Ding. Wow, sieht nicht schlecht aus. Einmal fahren noch, dann ist alles verbraucht. Und zugegeben, man kann auch besser ranfahren. Das sind 4 Reihen, also kann man sozusagen Saatgut, Dünger... Ja, und Flüssigdünger oder Mist oder sowas. Flüssigdünger, Fisch. Ja, vielleicht Mist. Gras, Stroh, noch so ein kleines bisschen. Ja, stimmt, du? Stroh und Gras. Ja gut, Stroh und Gras haben wir ja schon. Ja, das können wir einlagern, hier in der Scheune da hinten, wo eigentlich ja, die Vanillascheune aber ist. Aber dann können wir auch, wenn ein Lagerplatz voll ist, den anderen voll machen. Ja, quasi. Bis der voll ist. Ja, aber, ja gut, man findet hier immer noch ein bisschen was man da noch reinmachen könnte später. Apropos, wir haben ja hier noch ein Big Pack stehen. Was ist denn das? Saatgut, ne? Und für 9000 geht das eigentlich? Wo haben wir noch ein Big Pack stehen? Da haben wir noch ein Big Pack stehen, neben dem IBC. Ja. Ja, ja, stimmt. Hä, wo? Warte. Wo soll das neben sein? Neben dem IBC-Behälter. IBC? IBC? Der weiße Flüssigtank. Wo der Flüssigdünger drin ist. Das ist ein IBC-Behälter. Wo steht denn der? Ja, keine Ahnung. Werdet ihr gleich sehen, wenn ich da ranfahre. Oder nicht hier drin, oder? Doch klar, da drinne. Hä? Ach da, Tatsache. Ja, da muss man eine Tür aufmachen, damit ich rückwärts reingefahren kann. Wieso Tür aufmachen? Also willst du es rausholen? Ja gut, gut, Tür aufmachen geht natürlich auch, ne? Sonst wäre ich rückwärts reingefahren. Gut, ist alles verkauft. Geehrte Tür. Ach, meine Die Tür, die musste von da, wo es offen ist, zumachen. Warte, ich mach's. Hä? Hast du was gesagt? Also. Ja, ist alles verkauft. Hä? Hm? Ich hab grad mal 19.307 gekriegt. Ich krieg das echt hier nicht geschissen mit den Türen hier.
Da bräuchte solche scheuen Tore, weißt du? Die aufgehen. Die separat sind und die solche Schiebedinger. Ach Mensch, jetzt geht er mal weg. Ich glaube, du musst die Tür erstmal. Du musst erstmal die Tür nach. Nee, die Tür, die muss ja auch aufgehen. Nee, Claudio, du musst die anderen zumachen, damit die aufgehen. Ich krieg das nicht gerade nicht gebacken. Du ohne? Gut. Warte mal, ich mache erstmal alle zu. Diese Tore irgendwie. Ich mache die alle zu. Wer war das jetzt? Die ging doch gerade ein bisschen auf. So. Geht doch. Das, die anderen müssen zu sein, dann geht die auf. Jetzt. Das ist voll Schmu. Wir haben 122.000. Ja, noch ein bisschen was und wir können uns den Schlepper tatsächlich noch, leisten. Noch 20.000. Also nach der Ernte, die wir jetzt holen, können wir uns den Schlepper holen. 20.000? Jo. Vielleicht kann ja auch Onkel Roro noch was von der Bank leihen, damit wir den Schlepper haben. Nee, wir sind schon. Ui. Jawohl. Du musst gleich beides anbinden, oder was? Wie geil ist das denn bitte? Guck mal! Nee, eins Moment. Reicht. Ich will jetzt gucken. Das ziehst du mit vor. Ja. Mach mal ohne. Das ist ein steifes Gutband. Bis das geht. Gib es doch richtig an. Da kannst du auch nicht runterrutschen. Genau so. Und jetzt kannst du noch hinten. Immer runter mitgehen. Oh. Sieht schon cool aus, wie das da unten rausläuft, das Zeug. Hm. Ja. Jetzt ist er fort. Wie viel haben wir jetzt? Ja, 99%. Oh, das passt doch wie geht. Arsch auf einmal. Ja, nach der Ernte können wir ja nochmal Dünger hier Saat holen. Also noch einmal ernten. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geld übrig. Alter, ist vor dem Drescher? Moment mal. Ja, dann könnten wir ja auch gleich den neuen Schlepper dazu nutzen, um das Zeug herzuholen, oder? Also hier vor dem Drescher auf dem Boden ist eine Bodenwelle, tatsächlich. Hier, guck. Perfekt, an zu hüpfen. Mach nochmal, ich hab's nicht gesehen. Zeig mal. Ich kann dir kein Geld geben. Doin, doin. Sieht man auch ein bisschen so. Ja. Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Und was sagst du dazu? Interessiert mich nicht. Oh, du musst spulen. Ich kann jetzt spulen? Er kann spulen? Ja, das auch. Da muss ich erstmal hinlaufen. Dann muss gedüngt werden, Roro. Ich kann auch hier laufen. Und dann muss gedüngt werden, Roro. Ich spule. Es dauert sowieso, bis es mal wächst. Ist gewachsen. Na dann, auf geht's. Los. Auf zum Düngen. Der Düngen? Ja, der ist uns vor. Gut. Ja? Ich habe beim letzten Düngen schon alles rausgeschissen. Ne? Du hast so gefragt, also musst du düngen. Düngestreuer steht frei. Okay. Wisst ihr, was ich hier hätte? So ein paar platzierbare Laternen, die bei Dunkelheit automatisch angehen. Das wäre mal ganz geil. Der Hof ist mir ziemlich ein bisschen dunkel hier. Och, geht schon. Wieso? Ach, Klöps und Mott hab ich schon gesehen. Ja, im LS50 gab's sowas. Oder, nee, 13, glaube ich, war das. Da gab's so platzierbare Laternen, die da auch... Ja, 15er auch. 15er auch. Für den 17er habe ich das Klöps schon gesehen. Ja, die gab's zum Einbauen. Im Editor. Nee. Da gab's so ein Set. Weiß nicht, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich finde das jetzt aber auch nicht so zwingend notwendig. Nö, aber zugegeben, es wäre so ein bisschen angenehmer, finde ich. Kennt ihr den Bug mit den Fliegen? Den was? Den Bug zum Fliegen. Wie zum Fliegen? Mit dem Laubbläser? Jo.
Der geht aber hier nicht. Ja, hab schon gesehen, man kann ihn wieder mal aufnehmen. Ja, das geht nicht. Nee. Das geht nicht. Ein Einzelspieler schon. Ja, Einzelspieler, hier funktioniert das ja, aber so. Noch nie versucht. Wie funktioniert denn das? Keine Ahnung. Also, du musst den Laubbläser erstmal hier aus dem Regal rausziehen, auf den Boden legen. Ja. Dann musst du STRG links zum Ducken und dann den Laubbläser in die Hand nehmen und dann nach vorne drücken und dann mit der Maus nach oben, leicht nach oben. Sonst, wenn du zu arg machst, dann lässt er den los. Und wenn es leicht nach oben geht, dann fliegst du. Genau. Ah, oh, okay. Wird jetzt nur gedüngt? Wer düngt denn überhaupt? Der Kitzi? Nö, der steht auf dem Hof. Wieso? Du hast doch gesagt, du düngst. Nö. Weil ich bin ja ausgeschissen. Du hast gefragt, wer düngt, und ich so der so fragt. Nö. Ist das eine Kommunikation hier? Also ja. Düngt du gar keiner. Scheint nee. So. Wenn du es nicht machst, dann macht es keiner. Der Klassiker, weißt du, jeder denkt, der andere macht. Hallo? So, wir sind aber eh am Folgenende. So, was? Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht ein Like oder schreibt etwas in den Kommentar. Oh, da abonniert uns, wer das nicht schon gemacht hat. Würde uns freuen. Das war's für heute. Bis denn dann. Ciao. Tschüss. Servus. Tschüss. Alter, der Dreck hat sich gerade fast selbst zerlegt.